Okay. Also, wir können hier unten die Luft einstellen, die hier rausbläst. Und je nachdem, wie viel Luft hier rausbläst, ist das U-Boot dann dementsprechend weit oben. Ich denke mal, hier muss es so weit oben sein. Hier soll es dann über dem Schiff sein. Und wenn das U-Boot mit irgendeinem Objekt zusammenstößt, dann wird es gedingst, ne? Wisst ihr schon? Dann wird's. Halt, das war zu weit. Dann wird's wieder an den Anfang zurückversetzt. So, jetzt müsste es eigentlich rein. Ach cool, ich kann es sogar skippen. Ah, das war ja. Ich wollte gerade sagen, das war ja einfach, aber ja, war's nicht. So, hier kann es eigentlich nicht drunter durch, denn es muss ja zuerst oben drüber. So, dann die zwei hier noch. So muss es eigentlich gehen. Jawohl, es hat den Schlüssel. Ist doch in die Zicke. So. Und einmal aufsperren, bitte. Was? Ach so. Alles klar. Das wusste ich nicht, Entschuldigung. Beziehungsweise habe ich nicht beachtet. Naja, wenigstens wird es nicht hier an Anfang zurückversetzt. Alter, ernsthaft? There is no regulator. I cannot control the airflow. I can push the hose with this pin. Achso, ist das praktisch jetzt so ein Rätsel im Rätsel? Was bist du? If I pinch this hose, the airflow will cease. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal ganz nach oben. Nicht so weit, ne. Ich habe das Gefühl, das Spiel mobbt mich. Ja, probieren wir es erstmal so weit. Jetzt, wenn das losgeht. Geht. Was? Oh, habe ich hier ein zu wenig? Nee, eigentlich nicht. Hier wird's ja. Ja, ich sehe meinen Fehler. So muss es nämlich. So, achso, genau, hier unten muss es nämlich hin. Da muss es jetzt eigentlich passen. Das
passt auch. Gut. Dann wollen wir noch einmal. Jetzt hat sie fast wieder schon wieder den gleichen Fehler gemacht. Und hier. Und hier, jawohl, jetzt muss er passen. Aber ich glaube, 3 Levels reichen jetzt auch. Nein, das ist nicht natürlich. Dann jetzt muss er unter die Felsen. Ah. So, und jetzt geht's dahinter, genau, und dann da runter. Und in die Mine. So. Und wir haben die Schlüsselkarte des Captains. Genau, und können jetzt hier auch nicht mehr hin. So, die Schlüsselkarte müssen wir höchstwahrscheinlich hier einsetzen. Nein. Was? Nein, 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 nicht rausgehen. Nur die Hilfe. Move the chains of lamps until the colored lamps are matched up with the lamps of the same color. Ach du Scheiße. Was? Das kann ich doch gar nicht. So, wir brauchen irgendwie zuerst gelb und dann rot in der Reihenfolge. Also, ich mach's einfach auf Glück. So und dann so. Nee, genau andersrum. So rum nämlich. Was? Müsste hier das schon mal passen. Nein, komm. So, und jetzt so. Und so müsste das hier jetzt auch passen, rein theoretisch. Wie gesagt, alles theoretisch, ne? Achso, passt eh schon. Jetzt kann ich dem Captain folgen. Oh, hier wollte ich gar nicht hin. Hier wollte ich doch gar nicht hin. Aber wenn wir schon mal dabei sind, können wir hier ja auch mal. Ah, guck mal, ich habe eine Hose gefunden. Und zwei Glühbirnen. Ich wollte eigentlich wieder hoch. Nur kurz sehen, dass wir es können und dann wieder abhauen. Eigentlich müsste ich den Ventilator doch eigentlich wieder anschalten können, oder? So. Aber dann würde ich sagen, spazieren wir hier jetzt einfach durch. Und machen hier nochmal das Gleiche, bis auf das, dass wir jetzt hier noch 2 Glühbirnen einsetzen. Ach du Scheiße. So, ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn man das gleiche Minispiel 2-mal macht. Naja, egal. Dann so und dann so. Und hier das Gleiche. Mit Rot und Grün. Ich glaube, es ist besser, wenn man. Nee, da wird sich nichts dran ändern. Okay, also erstmal hier das Rote natürlich. Das Grüne muss vor das Rote, also so. Dann denke ich mal, das hier alles runterschieben, dass das Grüne dann. Dann hier ist und dann so und
dann so. Und dann müssen wir jetzt hier noch schauen, das Blaue muss vorm Grünen sein. Also so und so und so. Und so, und dann müssen wir das hier wahrscheinlich wieder rüberschieben. Dann können wir das hier hochziehen. Ah ne, hier muss zuerst das Grüne und dann das Blaue. Machen wir es andersrum. So. They've taken my uncle. I must save him. Okay, also der Onkel ist weg. Ups. Klar, da sind Knochen drin. Something's wedged between the gears, so the cable car can't come up. Jim can remove the piece of iron from the gears if I help him get in there. Knochen blockiert die Zahnräder. Alles klar, und wie kommt der Knochen da gleich nochmal rein? Komm, mach mal mit der Pinzette nicht auf. Ja, finde ich auch eine ganz blöde Idee. The slot is too narrow for me to get the fuse with my fingers. Okay, also der Spalt ist zu klein, um die Sicherung mit den Fingern rauszuholen. Deswegen machen wir es einfach mit... Ah, okay, mit der Pinzette. Hier ist der Gasbrenner drin. Aber leider ein leerer Gasbrenner. 3 Chips are missing here. Ich brauche eine Leiter, um da hochzukommen. Okay, dann würde ich sagen, füllen wir jetzt erstmal hier unseren Gasbrenner auf. Ah, ich brauche eine Hose, um es zu verbinden. Alles klar. Und jetzt ist er wieder voll. Was auch immer wir einen Gasbrenner brauchen. Ich denke, man darf sich überraschen lassen. Oh nein, Überraschung. Die Sicherung ist durchgebrannt. Okay, zuerst müssen wir das Glas zerbrechen. Vielleicht mit dem Flammenwerfer nicht. Finde ich auch, ehrlich gesagt, eine total blöde Idee. Hier fehlen immer noch 3 Chips. So, hier hinten können wir nichts mehr absuchen. Können wir vielleicht... Jawohl, können wir. So, und dann schicken wir mal unseren kleinen Freund hier rein. Den Gasbrenner lassen wir natürlich hier. Wir können ihn ja später überhaupt nicht mehr... Klar, der schmeißt einfach den Knochen raus. Den Gasbrenner lassen wir hier, den können wir überhaupt nicht mehr brauchen. Jim removed the iron bone that had locked up the mechanism. Now I can raise the cable car. Also der Jim hat den Eisenknochen hier weggetan. Und wir nehmen den natürlich gleich mit und zerbrechen das Glas hier mit. So, die kommt raus. Die kommt rein. Knöpfchen drücken. Und jetzt? Müssen wir irgendwoher noch 3 Chips finden? Ach, hier, nee, das ist das gleiche. Hm? Hier brauchen wir die 3 Chips. Was hat dann oben gleich nochmal gefehlt? Hier. Leiter, ah. Hier können wir aber sonst nichts mehr holen. Haben wir da noch irgendwo Glas? Hier, Lederhandschuh. Batsch. Ah, nee, doch nicht. Okay, hier können wir nichts mehr machen. Hier jetzt auch so eher weniger. Da hinten ja sowieso nicht. Nehme ich an. Nope. Hier geht auch nichts mehr.
Aber hoch kommen wir auch nicht mehr. Was hat's mit der Glühbirne auf sich? Vielleicht können wir die ja mit dem Handschuh wegnehmen. Nein, können wir nicht. So, wir brauchen noch irgendwoher 3 Chips. Und oder eine Leiter. Das da unten sieht so aus wie eine Leiter, das hier. Aber ich glaube, das ist eher keine. So, die Leiter können wir noch mitnehmen.